zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich möchte mir heute meine Haare tönen. Ich bin ganz schön blond geworden, ja, und das möchte ich heute ändern. Ich werde dieses Mal aber nur eine Farbe benutzen, und zwar Carnation Pink. Das Ergebnis soll dieses Mal etwas pastelliger werden, Anführungszeichen, Ausrufezeichen. Manchmal wird das Ergebnis dann aber doch etwas knalliger, und ja, ich werde dieses Mal zwei Spülungen benutzen. Ich muss die Schaumerspülung aufbrauchen und zusätzlich werde ich dann, glaube ich, auch noch ein bisschen diese Balea-Spülung zumischen. Und ich bin auf das Endergebnis gespannt. Die letzte Tönung ist jetzt gut 4 Wochen her. Da war ich ein bisschen knalliger. Da habe ich auch andere Farben benutzt. Und das hat sich aber alles sehr, sehr gut von alleine rausgewaschen. Also ich musste nicht nachhelfen dieses Mal. Also ja, ich bin schön, fast schön wieder blond. Ein bisschen rosa habe ich noch, aber ich töne jetzt einfach drüber. Eigentlich wollte ich den Ansatz mitfärben, aber ich glaube, da warte ich nochmal 3 bis 4 Wochen. Ja, der geht noch. Ich habe nämlich keine Lust, heute meinen Ansatz zu färben. Ja, ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen und los geht's. Man sieht im nassen Zustand noch einen leichten Rosastich, aber da werde ich jetzt einfach drüber tönen. Die Farbe sieht so aus, also das ist wirklich so ein Babypink oder so. Babyrosa eher. Ein Handtuch. Und Handschuhe natürlich. Und los geht's. Den Rest habe ich bei mir im Badezimmer gemacht und ja, das lasse ich jetzt circa 30 Minuten einziehen, vielleicht auch etwas länger. Die Farbe ist pastellig, man kann es erkennen. Ich denke, es wird aber etwas heller werden. Der Ansatz wird bei mir, glaube ich, kaum Farbe annehmen. Ich glaube, das wird nicht so gut. Aber egal, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch, und wir sehen uns in 30 Minuten wieder. Und so sieht das Ergebnis aus. Ich bin wirklich pastellig geworden. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare mal schreiben, ob mir diese Farbe steht, also dieses Pastellige. Und ja, es ist dieses Mal wirklich rosa. Sehr rosa, finde ich. Ich habe immer noch nur Carnation Pink benutzt und das mit Spülung, mit reichlich Spülung verdünnt. Wenn man es pastellig haben möchte, sollte man wirklich beachten, dass man mehr Spülung zugibt als die Farbe selbst, und von daher, ja. Ich werde jetzt 3 Wochen warten und dann werde ich mir meinen Ansatz nachfärben, denn da wurde wirklich kaum Farbe angenommen. Ich glaube, man kann das hier auch sehr, sehr gut erkennen. Es ist aber noch ein kleiner Ansatz und von daher warte ich noch ein bisschen. Und mir gefällt die Farbe ganz, 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 ganz sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Passt auf euch auf. Wir sehen uns bald wieder. Bis bald. Tschüss.